Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Video von Hausbrot. Heute geht es um ein Interview mit der Bäckerei Meffert. Ich weiß, die Videospur ist jetzt nicht die allerbeste, dafür ist die Audiospur umso interessanter. Seid interessiert. Also wir sind die Bäckerei Meffert, Vollkorn- und Bio-Bäckerei Meffert aus Lemgo. So Vollkorn- und Bio-Bäckerei Meffert gehören mittlerweile 105 Mitarbeiter. Die beiden Chefs, das sind mein Bruder und ich, Jörg und Alfred Meffert. Und das andere sind eben 15 Leute in der Backstube und Konditorei, dann 3 Leute in der Pizzaküche und 5 Leute in der Kommission. Ja, ja, und der Rest ist dann Verkauf. Ja. Also das sind so circa 70. In der Geschäftsführung sind wir 2, also 2 machen die Geschäftsführung. Meine Schwägerin ist in der Buchhaltung mit, kümmert sich um die Löhne. Und dann haben wir noch jemanden, der sich um die Bücher als solches kümmert, der die Aufarbeitung, die Zahlenaufarbeitung macht. Ja, und das war's dann. So sind wir strukturiert. Das kam dazu, wir haben eine relativ lange Geschichte. Unsere Urgroßeltern haben die Bäckerei gegründet, 1904. Unsere Urgroßmutter war eine Lemgoerin und unser Großvater kam aus dem Raum Hannover. Und die haben sich zusammengetan. Meine Großmutter, also unsere Großmutter war die Tochter einer Herberge zur Heimat. Damals war das so Hotel, Gastronomie, Bäckerei, alles in einem. Unser Urgroßvater hat die Helene Schnittger damals zur Frau genommen und mit ihr zusammen hat er dann das Haus gebaut, unser Stammhaus an der Paulinenstraße hier in Lemgo. Da sind wir eben sehr lange drin gewesen, jetzt seit 3 Jahren nicht mehr da, es wurde zu klein für uns. Wir haben vor 3 Jahren gebaut und sind jetzt eben seit dieser Zeit hier an diesem Standort, sind kontinuierlich gewachsen. Unser Großvater hat von unserem Urgroßvater übernommen. Der hatte ein starkes Rückenleiden, war bechterew-krank. Und zu der Zeit, wo er hier mit seiner Frau damals die Geschäfte geführt hat, dass die Backstube geführt hat, hat Herr Dr. Bucker hier gearbeitet. Herr Dr. Bucker ist ein Ernährungswissenschaftler, ein Doktor. Der hat hier gearbeitet bei der Behindertenbetreuung eben EZA als Oberarzt. Unser Großvater ist dann zu ihm hin, hat gesagt, ich hab Probleme. Und der Grundansatz von Herrn Dr. Bucker war, dass er viele Leiden über die Ernährung, über die Änderung der Ernährung heilen wollte oder lindern wollte. Und wie gesagt, unser Urgroßvater hatte Bechterew, ein starkes Rückenleiden. Und dadurch wurde das eben gelindert. Und die Grundidee von Herrn Dr. Bucker, nach der arbeiten wir heute noch, ist die eigene Müllerei. Dass wir frisches Getreide, also einen regionalen Landwirt haben, der für uns Getreide anbaut, Roggenweizen und Dinkel. Dass wir selber vermahlen, kurz vorm Backprozess. Bei uns wird das Vollkornmehl nie älter als 3 Tage. Wir mahlen also täglich, um gewisse Nährstoffe im vollen Umfang in das Brot mit reinzubringen. Industrielle Mehle haben oftmals den Keimling auch nicht drin. Das ist bei uns eben, wir haben ein keimfähiges Korn, was wir mahlen, was wir verarbeiten, was nachher auch in der Nährstoffdichte in den Vollkornbroten auch vorliegt. Viele industrielle Mehle, da wird der Keimling vorher abgespalten vor dem Mahlprozess. Manche Mühlen machen es auch so, dass sie das Vollkornmehl thermisch behandeln. Dadurch stabilisieren sich die ungesättigten Fettsäuren. Man hat diesen Fettverderb nicht mehr, denn diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren neigen eben sehr stark zum Ranzigwerden. Und das ist das Problem mit zu frischen Vollkornmehlen. Und das sind unsere Grundlagen. Zusätzlich sind wir 97, als wir beide dann übernommen haben. Wir haben 1997 übernommen, da haben wir oder 96 übernommen und ein Jahr später haben wir die Entscheidung getroffen, dann uns zertifizieren zu lassen und sind seitdem eine biozertifizierte Bäckerei, sind daraufhin dann auch in Biomärkte reingekommen mit unseren Backwaren, haben da Filialen drin gemacht, sind im Moment in 3 Biomärkten hier in der Umgebung Vorkassenbäcker, haben aber auch andere Standalone-Standorte, also in den Innenstädten mit teilweise Kaffeebetrieb, sind hier im Stammhaus haben wir natürlich auch einen größeren Sitzbereich dabei, haben auch noch einige Wiederverkäufer, Bioläden, Naturkostläden und sind dadurch recht breit aufgestellt und sicher aufgestellt. So um die Backstube rum, 35 Kilometer, allerdings mehr nach Westen. Also wir haben Filialen in Detmold, in Salzuflen, hier in Lemgo und in Bielefeld 4 im Moment. Also wir haben Leute in der Konditorei, wir haben Konditorin und eine Bäckerkonditorin, wir haben Packer und Fahrer, also für die Kommission, wir haben Bäckermeister, Bäckergesellen, Auszubildende, Fachverkäuferinnen,
Wir haben Köche, ja, wir haben in der Pizzaküche haben wir ein, zwei Leute, da sind auch gelernte Köche bei. Köchinnen, das wäre es, glaube ich, so im Großen und Ganzen, sonst fällt mir eigentlich nicht ein, ja. Generell haben wir aber auch viel Seiteneinsteiger, gerade im Bereich des Verkaufes. Ja. Leute, die eigentlich eine ganz andere Grundlage haben, die dann zu uns kommen, lassen sich hier einarbeiten und sind oft mit sehr großem Enthusiasmus auch dabei, weil das Interesse eben oftmals halt auch ein anderes ist. Da haben wir schon eine Ökotrophologin mal gehabt und so, also sind einige Berufsstände, die wir da noch haben. Immer wieder auch Studenten hier von der FH, die gucken und die ihre Praktikas hier machen. Wir sind auch internationales Unternehmen, also wir haben im Moment auch Syrer drin im Team, alles Mögliche, also alle möglichen. Und schon Kubaner, Afrikaner, also alles. Das ist ja schon fast normal. Also wir sind sehr international aufgestellt. Wir sind als in der Gegend hier, in der Umgegend, als die besten Brotbäcker bekannt. Also wir haben eine relativ hohe, wir haben sehr viel Brot verkauft, sehr starken Brotverkauf. Das ist eigentlich das, wofür wir stehen. Alle anderen Sachen sind auch gut. Also wir haben auch einen sehr guten Kuchenbereich, weil wir überhaupt keine Convenience nutzen. Wir machen alles selber. Also wir sind Mitglieder im Verein der Freien Bäcker und dadurch sind wir halt selber, machen wir nur eigene Rezepturen und haben nur eigene Rezepturen. Aber bei den Kunden, würde ich sagen, sind wir am bekanntesten über unser Brot. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir verzichten dadurch, dass wir eben Mitglied bei den Freien Bäckern sind, auch ganz auf Backmittel, auf technische Enzyme. Und das ist auch der Grund, warum dieser Verein nicht so groß wird, wo wir da drin sind. Also wir haben, wie viele Mitglieder? 32 Mitglieder hat der Verein, glaube ich. Ja, 40, aber 32 zertifiziert irgendwie. So ja, 42. Im Bereich Deutschland, Österreich, genau. Polen. Also ein sehr kleiner Kreis, weil nicht viele Bäcker diese Einschränkungen hinnehmen wollen, auf technische Enzyme zu verzichten und diese Betriebssicherheit, diese Backmittel eben auch mitbringen. Darauf muss man dann eben verzichten. Und das ist eben auch eine Stärke von uns. Ich kriege immer wieder ein Feedback von den Kunden. Jetzt am Wochenende habe ich auch wieder jemanden gehabt, der ganz große Probleme mit der Verdauung gehabt hat. Ist dann von seinem Arzt zu uns geschickt worden. Mensch, teste das doch mal, vielleicht hilft dir das. Und es hat geklappt. Der ernährt sich seit 4 Jahren, ist ein Student. Er ernährt sich seit 4 Jahren nur noch von unseren Backwaren und er hat seitdem keine Schwierigkeiten mehr. Was mir an euren Backwaren aufgefallen ist, sie sehen nicht alle toll aus. Ja. Das ist diese Sicherheit, die uns fehlt. Das ist diese Sicherheit, die uns in den Backmitteln fehlt. Dadurch haben wir schon gewisse Schwankungen in der Qualität, größer wie bei anderen. Gerade wenn ich das Brötchen jetzt so nehme, das normale Schnittbrötchen. Wir haben nicht diese Auspunktstabilität, die man mit normalen Backmitteln, mit einem einfachen Backmittel hätte, längst nicht. Wir müssen die Prozesse viel besser im Griff haben, viel genauer arbeiten, was Temperaturen, was Teigruhezeiten und dererlei angeht. Und trotzdem hat man noch gewisse Schwankungen. Aber die inneren Qualitäten sind ganz anders. Ich möchte es mal so nennen. Erstmal geht es um die Inhaltsstoffe, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich höre auch immer wieder von ganz vielen Leuten, die Fans von unseren Broten sind und Brötchen auch sind, dass es nicht mehr viele Bäcker gibt, deren Brötchen man aufbacken kann. Die so eine lange Frischhaltung haben, wie unsere Backwaren, weil wir eben nicht diese aufgetunten Backwaren haben, sondern das ist das, was das Mehl natürlich mitbringt. Dieser Effekt verstärkt sich bei uns natürlich noch dadurch, dass wir eben Biomehle einsetzen. Biomehle sind von Natur aus nicht so, auch nicht so stark, bilden nicht so ein stabiles Klebergerüst und sind dadurch auch schon wesentlich anfälliger, was schwache Ausbunde angeht, was vielleicht sogar schlechte Krumen oder schlechte Krusten angeht, das Fenstern fehlt, Schneider, so diese ganzen Dinge, die man eben als Fachmann versucht zu vermeiden. Bei uns ist das Risiko eben sehr groß, dass das eben mal vorkommt oder häufiger auch schon mal vorkommen kann, weil wir a, die Backmittel nicht drin haben und b, die Rohware auch eine ganz andere ist. Ich würde gerne noch was zu dem Thema Qualität sagen, weil Qualität ist ja nicht, also es gibt für meine Begriffe da unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wenn man sagt, wenn der konventionelle Bäcker zu uns sagt und sagt, ihr habt eine schwankende Qualität und eure Backwaren sehen anders aus, dann ist das, würde ich, oder dann antworte ich immer, ja, das möchte ich aber auch. Weil ich möchte eigentlich nicht vergleichbar sein mit den normalen Backwaren, weil die Qualität zu definieren, das tut ja nicht nur der andere Kollege oder der Fachmann, der drauf guckt, sondern das tut in erster Linie der Kunde. Und wenn der Kunde dieses akzeptiert und das Produkt als solches respektiert und auch bevorzugt, dann hat er die Qualität für sich definiert. In Brotprüfungen haben wir immer super Ergebnisse.
Natürlich sehen die manchmal nicht so perfekt aus, obwohl wir beide aus der konventionellen Backstube kommen. Wir haben es beide gelernt, wir haben beide auch Backmittelbäcker gelernt damals. Und wir gucken, wir haben eigentlich einen Bäckermeisterblick auf unsere Produkte, also einen normalen, konventionellen Blick. Wir sind von der Qualität her, die wir definieren, schon auch nochmal anders als ein normaler Bioladen oder ein normaler Biobäcker. Die sind noch kompakter, die sind noch fester. Wir machen da auch Eingeständnisse, dass wir sagen, nein, wir wollen bewusst nicht 100% Vollkorn sein an manchen Stellen, damit wir einen anderen Genusswert haben, damit wir auch ein Volumen erzielen. Also ein Vollkornbrötchen ist bei uns dann auch voluminöser als bei einem anderen Biobäcker vielleicht, weil wir auch bewusst Auszugsmehl zutun. Aber das ist dann auch, das ist für uns ein optisches Ding, aber auch ein Geschmacksthema. Also von dem, wie ist es nachher auf der Zunge. Aber insofern möchte ich gar nicht verglichen werden mit einem konventionellen Bäcker, obwohl es die Kunden natürlich immer tun. Also das Ziel, was wir auf jeden Fall vermeiden, was wir nicht machen wollen, ist durch Größe zu wachsen. Ja. Also unser Heil in der Größe zu suchen. Sondern unser Ziel ist, erstmal die Regionalität zu bewahren, diese Partnerschaft weiter auszubauen, unsere Lieferkette. Wir stehen auch in Lippe-Qualität, im Lippe-Qualitätsverbund. Also wir sind auch regional sehr, sehr stark aufgestellt, sowieso schon durch die Verbindungen, die wir haben. Also da begrenzt sich natürlich das Ganze auch schon so ein bisschen. Unser Ziel ist, auf bestehender Fläche größeren Umsatz zu machen, größere Leistungen zu erbringen. Das beinhaltet natürlich auch, dass nun wieder mal eine Filiale geschlossen wird, wenn sich bessere Standorte bieten, um andere Standorte zu kriegen. Auch natürlich mal neue Standorte, zusätzliche Standorte zu kriegen. Aber wir sind allein durch unsere Möglichkeiten, dass wir uns regional weiter festigen wollen, sind wir natürlich irgendwo schon begrenzt. Und diese Grenze werden wir nicht überschreiten. Das ist schon sicher. Also wir haben 11, ich würde sagen, so eine natürliche, auch eine Grenze für uns wären so 13, 14 Läden. Das würde ich jetzt im Moment schätzen. Kann man aber dann nicht so genau sagen. Es kann auch sein, dass wir bei 11 bleiben irgendwo und dann einfach nur auf der Fläche wachsen. Also wir kriegen, die nächste Generation steht dann auch irgendwo hinter uns und dann geht es auch darum, das Unternehmen gut in neue Hände zu geben. Und da ist dann ja auch noch Expansionswille vielleicht oder werden andere Vorstellungen sein, die wieder zu verwirklichen sind und so. Also die irgendwann ziehen wir uns dann zurück und die danach kommen, sollen das dann machen. Aber da ist auf jeden Fall jemand, das ist dann ja auch, stellt sich dann ja auch irgendwann da, dass da was Neues dann halt eben passiert. Und ein weiteres wichtiges Ziel ist auch für uns, dass wir anderen zeigen, dass es anders geht. Ja. Dass man es anders machen kann. Eine Überzeugungsarbeit für unsere Leute, also für unsere Kollegen leisten. Denn letztendlich müssen wir ja vor Augen führen, das ist in den meisten Bäckereien kommt das viel zu kurz. Die ganze Wertschöpfungskette, die gesamte Wertschöpfungskette wird völlig aus den Augen gelassen, sondern man handelt nur nach wirtschaftlichen Kriterien. Das heißt, der Gewinn liegt im Einkauf und man hat überhaupt nicht auf den Blick, dass wenn ich so handle, dass ich meine Wertschöpfungskette zerstöre. Und genau da geht im Moment die Reise hin und da versuchen wir eben entgegenzusteuern. Wir haben feste Partner, wir haben den Landwirt, den wir nicht über das Geld gebunden haben, sondern dass wir eben sagen, so, du hast deine festen Abnahmen, gib uns einen guten Preis, dann bleiben wir dir treu, sondern wir haben eine feste Abnahme, wir haben feste Preise, so, wir haben feste Preise und die sind in Stein gemeißelt, kann man fast schon sagen. Alle, wann haben wir das letzte Preisgespräch gehabt? Alle 2-3 Jahre werden die neu gemacht. Ja, höchstens, also meistens ist es, das letzte Mal waren es sogar 5 Jahre, meine ich, 5, 6 Jahre. Aber also, das letzte ist jetzt ein Jahr her. Das sagt, wir sind nicht auf der Jagd nach dem günstigsten Preis. Und das heißt, wir lassen unsere Wertschöpfungskette, die vor uns steht, auch die Luft zum Atmen. Und dass wir glauben, dass das im Grunde genommen ein zukunftsfähiges Handwerk ist. Nicht nur der Laden, der funktioniert, genau. Nicht nur die Backstube, die funktioniert, sondern vom Züchter über die Landwirte, über die Mühlen zu den Bäckern und dann zu den Kunden. Die ganze Strecke, die muss passen. Da nützt es auch nicht, wenn wir das nur machen. Sondern das müssen andere auch machen. Wenn ich mir das so angucke, wenn ich mir den Markt angucke, so um uns rum und die Statistiken mehr ansehe, es gibt immer mehr Landwirte. Es gibt immer mehr Landwirte, die Biogetreide anbauen. Das hilft uns aber nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter, weil die aufnehmende Hand nicht da ist. Die Mühlen brechen uns weg. Wir haben Mühlensterben hier in Deutschland. Es hat 97 hier in Deutschland 2.500 eigenständige Mühlen gegeben. Hier im bundesdeutschen Raum. Wir haben 2017, diese Zahl ist relativ aktuell, wir haben 2017 noch 270 eigenständige Mühlen gehabt. Wir haben das Mühlensterben, unsere Wertschöpfungskette bricht uns weg und das müssen die Bäcker kapieren. Sonst haben auch wir,
haben dann keine Chance mehr. Das ist dann so. Uns fehlt die Quelle. Vor allen Dingen, wir sind dann darauf angewiesen, von den Großen zu nehmen. Und das ist ein Diktat. Also wir kommen in ein Diktat rein, dass wir nur noch das nehmen können, was wir da haben, und wir können nicht mehr wählen. Und das ist dadurch brechen die, gibt es keine Sortenvielfalt mehr auf den Feldern. Es geht nur noch ums Geld, es geht nur noch um die Erträge, und das ist auch ein ökologisches Problem. Ja, also das sind so diese ganzen Dinge. Die Böden werden immer stärker gestresst, werden immer stärker ausgelaugt. Das ist eigentlich so eine Komplettsache. Das muss man eigentlich ganzheitlich betrachten. Also und das versuchen wir zu schützen und zu stützen und dann eben auch das Handwerk nach vorne zu bringen oder zumindest zu erhalten, so wie es ist. Ja, also wieder auf ein gutes, ehrliches Handwerk zu kommen und nicht nur einfach ein Maschinenbäcker zu sein oder so. Ja. Also unsere Ziele liegen auch im Betrieblichen. Das ist aber nicht das Hauptaugenmerk. Das Hauptaugenmerk ist wirklich, die Strukturen wieder zu heilen. Die Strukturen, von denen wir leben. Das wäre der Wunsch. Das wäre der Wunsch, ja. Der Wunsch. Ja, gut. Im Einklang so mit diesen Dingen, ne? Also eher im Einklang mit den Dingen. Das ist, glaube ich, das ist der Weg, ist ja klar. Also es gibt, wenn man das so will, gibt es eigentlich kein Ziel. Es gibt nur einen Weg, den man beschreitet. Jetzt kein wirtschaftliches Ziel. Genau. Außer, dass man wirtschaftlich natürlich auch einen gewissen Erfolg braucht, um voranzukommen, ja, um weiterzukommen, ja, um investieren zu kommen können, um Löhne an die Leute zu zahlen. Die Wirtschaftlichkeit können wir nicht außen vor lassen. Aber wir wollen nicht den Fehler machen, wie die meisten anderen Bäcker das tun, eben nur den wirtschaftlichen Fokus zu haben und alles um mich herum zu zerstören. Im Grunde genommen machen wir das ja, wenn wir so handeln. Mhm. Und das wollen wir eben vermeiden. Das ist schon eine Gratwanderung, die wir da haben. Und das macht auch den einen oder anderen Mehraufwand, den wir betreiben. Und das ist auch eine andere Kosten. Man hat dadurch auch eine andere Kostenstruktur. Also Fehler zu sagen, das ist ein Fehler, ist immer auch eine Betrachtungsweise. Also für uns ist die Betrachtungsweise so, geht nicht. Ne? Es gibt Bäcker, die machen das einfach so und die machen sich über die anderen Dinge keine Gedanken. Aber ich glaube, das fällt uns auf die Füße. Und deswegen halten wir es für uns speziell und auch fürs Gewerbe als solches für einen Fehler. Wo der Weg dann irgendwann mal hingeht, das muss man dann selber sehen. Ne? Nicht ganz. Also wir haben ja nicht, wir haben jetzt ja nicht die Mühlentechnik, wo wir unsere Typenmehle auch machen können. Diese Technik, die haben wir nicht, sondern wir haben die traditionelle Müllerei. Das heißt, oben das Getreide rein, so was der Kunde sich unter einer eigenen Mühle vorstellt. Oben tue ich das Korn rein und unten kommt ein Mehl raus, wo ich das Verhältnis, das natürliche gewachsene Verhältnis Keimling zu Schale zu Mehlkörper drinne habe. Das ist auch wieder die Grundlage von Herrn Dr. Rucker, dass man eben, so wie die Natur uns die Früchte gibt, sind sie eigentlich richtig für uns, sind sie gut verträglich für uns und bringen uns alles oder geben uns alles, was wir brauchen für die Ernährung. Das ist ein Optimum. Wenn die Industrie Vollkornmehle macht, dann malt die ihre Typenmehle ganz normal durch, spaltet die Kleie ab, ganz normal, und nachher, es gibt einen statistischen Wert, und nach diesen statistischen Werten wird dann die Kleie wieder zugegeben. Wie ich das eben schon erwähnt habe, oftmals ohne den Keimling sogar, der wird ganz weggelassen, weil eben der Keimling ist das Risiko, das Lagerrisiko, aber das ist nicht das Vollkorn, was man versteht, was der Kunde als Vollkorn versteht, was er in meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch erwartet und erwarten kann von seinem Bäcker. Wenn er Vollkorn haben will, dann muss das drin sein. Der Keimling, die Schale und der Mehlkörper. Mit den ganzen Nährstoffen, die wir drin haben. Denn das ist ja die Argumentation von Vollkorn. Warum esse ich Vollkorn? Weil da eine höhere Nährstoffdichte drin ist. Wenn der größte Batzen Nährstoffe, der in den Keimlingen ja drin ist, wenn der größte Batzen Nährstoffe allerdings schon weggeschmissen wird, bevor das Getreide auf die Mühle geht, das ist doch eine Entwertung des Rohstoffes. Und es ist ja auch kein volles Korn mehr in dem Sinne. Nein. Obwohl, da streiten sich ja auch die Fachleute. Die einen sagen, das ist ein volles Korn, die anderen sagen nicht. Aber soweit wie ich weiß, ist man da noch nicht zum Endergebnis gekommen, was jetzt wirklich die Definition ist. Sonst könnten die Mühlen das ja so nicht machen, den Keimling vorher abspalten und dann. Ja. Also worauf man noch kurz eingehen sollte, wäre die Sache, dass wir eigentlich nur regional arbeiten, gerade was das Getreide anbelangt. Wir haben jedes Jahr unterschiedliches Getreide. Wir müssen jedes Jahr neu in die Versuchsbackstube gehen und müssen, weil das Getreide von Ernte zu Ernte unterschiedlich ist. Wir haben keine konfektionierten Mehle, auch im ausgemahlenen Bereich nicht, weil auch das rein Lippequalität ist. Wir haben jedes Jahr was anderes und das braucht dann schon ein hohes Know-how in der Backstube. Ne? Also weil jedes Jahr sind die Teigführungen anders, jedes Jahr müssen die Rezepturen umgestellt werden. Unsere Kunden merken das aber auch. Die sagen dann, letztes Jahr war das Brot gar
Butter ist anders oder die Brötchen waren anders. Wieso kommt das? Dadurch kommt man dann auch ganz gut ins Gespräch mit den Kunden dann auch. Das ist das, was eigentlich den Bäcker ausmacht. Also das ist das, was wir als Bäcker irgendwann mal gelernt haben oder das, was eigentlich die Basis unseres Könnens ist. Das haben wir uns ja letztendlich durch die ganzen Backmittel und durch die Backmittelfirmen wegnehmen lassen, aber das ist eigentlich das, wo wir herkommen. Und das können aber immer weniger. Und da kann man ganz stolz, also finde ich, da also können wir ganz stolz drauf sein, dass wir das hier ganz gut hinkriegen. Wir müssen leider Folgendes dazu sagen, zu dieser finanziellen Situation und warum filialisiert man immer stärker. Wir haben es nicht als Bäcker und als Handwerker nicht geschafft, die Preise rüberzugeben, die wir eigentlich haben müssten für unser Produkt. Wenn man das betrachtet, Fred sagt das immer als Beispiel, in den 60er Jahren kostete ein Brot so viel wie ein Herrenhaarschnitt. Wenn man das heute weiterbringen würde, dann müsste man heute zwischen 12 und 18 Euro für ein Brot bezahlen. Das ist die ursächliche Basis, die wir mal hatten und auf der wir unsere Backstuben gebaut, unsere Löhne gezahlt und unsere Betriebe entwickelt haben. Diese Entwicklung ist nicht mehr da und weil wir es nicht geschafft haben, diese Preise weiterzugeben. In den 60er Jahren wurde aber auch noch über 60% des Familieneinkommens für Lebensmittel ausgegeben. Das sind heute noch 10. Also wir haben heute die Situation, dass die Leute für Lebensmittel annähernd 10% ausgeben, für Versicherungen und Reisen 12. Ihres Einkommens. Ja, 12% ihres Einkommens geben die dafür aus. Das heißt, wir haben die Lebensmittel und die Ernährung sind komplett verdrängt worden von anderen Dingen, die Leute heute als wichtiger erachten. Und wir kriegen wir haben die Wertschöpfung nicht mehr in den Backstuben und kriegen die eigentlich oder in den einzelnen Läden und kriegen die eigentlich nur dadurch wieder raus, dass wir die Backstuben wachsen lassen und dann in größerem Umkreis halt eben unsere Ware verkaufen. Es ist eigentlich klassisch heute so, dass die Backstuben die Erträge machen und die Läden diese Erträge teilweise wieder aufzehren. Eine funktionierende Backstube muss heute schon fast, wenn sie sich nicht besonders gut darstellen kann durch irgendwas Spezielles, muss sie schon einfach etwas größer sein, ne? damit sie sich selber ernähren kann. Und größer heißt Automation. Ja, zum Beispiel Automation oder eben über einen größeren Umkreis ihre Backwaren anbieten, weil wir die Deckungsbeiträge nicht mehr haben. Also wir haben die Problematiken, ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum ist das bei Ihnen so, dass wir Brot vom Vortag zum vollen Preis bekaufen müssen? Ich sage, weil das Produkt heute nicht schlechter ist als gestern. Früher hat man gesagt, du kriegst überhaupt kein frisches Brot zu essen, weil du isst mir zu viel davon. Du musst das Brot kriegst du erst, wenn das Brot 2 oder 3 Tage alt ist. Gebe ich dir das nicht. Ich hatte neulich eine E-Mail von einem Kunden, älterer Kunde, der sagte, ja, und ihr Brot ist so gut und ich esse es eigentlich auch immer erst, wenn es 2 oder 3 Tage alt ist, weil ich vertrage das gar nicht. Ja, aber warum kriege ich das nicht zum halben Preis am nächsten Tag? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, erinnern Sie sich mal daran, was Ihre Mutter früher gesagt hat. Naja, das kriegst du nicht, weil du isst mir da zu viel von. Außerdem bekommt das nicht. Das wusste man früher oder da war man anders strukturiert. Und ich sage heute, jetzt, Sie sagen mir schon, Sie essen es immer erst, wenn es 2, 3 Tage alt ist. Und Sie möchten jetzt von mir, dass ich Ihnen das Brot, was ich von gestern habe, zum halben Preis gebe. Was gesünder und verträglicher ist. Was gesünder und verträglicher ist und wo wir aber auch noch einen viel höheren Rohstoffeinsatz drin haben und die gleiche Arbeit wie andere auch, sage ich. Und teilweise sogar mehr, weil wir die Maschinengängigkeit der Teige nicht haben. Das heißt, Sie möchten von mir ein super Produkt haben, aber zum halben Preis. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, warum ist es dir nicht wert, ein super Produkt für seinen vollen Preis zu kaufen? Das ist eine Verachtung, das ist eine Missachtung. Das ist eine Missachtung einerseits der Arbeit und einerseits des Wertes, den das Produkt hat. Und Leute, Kunden, die diesen Wert nicht erkennen und die diese Achtung davor nicht haben, denen möchte ich mein Brot nicht verkaufen. Das ist eigentlich schlichtweg der Grund, warum wir kein Brot zum halben Preis verkaufen. Wir möchten den Wert unserer Arbeit anerkannt und auch anerkannt haben. Und dieser Wert, der muss zurückfließen, weil wir von diesem Wert
unsere Mitarbeiter bezahlen, die Rohstoffe kaufen und uns selber auch unser eigenes Leben bestreiten. So, die Leute, die das nicht akzeptieren wollen oder die diesen Wert nicht sehen, zählen wir nicht zu unseren Kunden und die möchten wir auch nicht zu unseren Kunden zählen. Das ist schlicht und ergreifend der Grund. Das ist das wichtige Thema. Es gibt eine Kalkulation und dank dieser Kalkulation können wir das tun, was wir tun. Wir kaufen teure Rohstoffe ein wie andere Bäcker. Unser Mehl ist doppelt so teuer. Diverse andere, also alles, was Bio ist natürlich wesentlich teurer. So, und das können wir aber nur, wenn wir die Kalkulation zum Kunden bringen können. Das heißt, wenn der Kunde das Brot zum vollen Preis kauft, egal ob es jetzt von heute oder von gestern ist, wenn wir es verschenken, zum halben Preis nur noch rausgeben, dann können wir so nicht mehr, da können wir nicht mehr ehrlich arbeiten. Da müssen wir so arbeiten wie diverse andere Bäcker. Aber das ist dann nicht mehr diese Qualität, die wir haben. Es hat vor allem auch, vernichten wir damit, da kommen wir wieder zum Thema Wertschöpfungsketten, vernichten wir das alles wieder, was wir eigentlich schützen wollen. Genau.